Hallo Hallo und herzlich Namatschke. Ich willkommen bin irgendwie wieder zurück. du. Heute begrüße der Welt zu So. einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Sofort und warte Gleich. mal, ich habe dieses. Leute, ich bin gerade heute irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, dieses Tier schon irgendwo gesehen, was da über mir ist. Ich weiß nicht, was bist du? Waschbär. Waschbär? Waschbär. Bist So. du? Ja. So, und jetzt gehen wir mal in den Itemshop rein. Echt? Tiggi. So, da haben wir dieses Volley-Girl, was ich ja, diese Tennis-Lady, die ich ja bereits geleakt habe. So, wie gefällt die dir denn? Oh, ich habe gedacht, das wäre ein, Ach so, Leute, ich habe gedacht, übrigens. das wäre eine Ja, Pickaxe. also Leute, nur mal so by the way. Backpack. Zitat, vergleich 2019. Sind bei Skins auch Picken dabei? Wann habe ich das? Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe gedacht, das Anfang. wäre eine Picke. Ja, ich habe Das noch ist. schlimmer. Und zwar würde ich sagen, ich gebe der Picke. Leute, ihr wisst doch immer, Jetzt auf, komm. bei den Skins sind immer Picken dabei und Emotes. Halt die Klappe jetzt. Natürlich. Und Ladebildschirme natürlich auch. Alter. Also hier, was geben wir denn mal hier? Ich würde sagen, wir geben mal hier so eine 5 von 10. Gebe ich auch. So, bis jetzt noch keine Benotung dafür da. Dann gehen wir hier rein in den Tech Ops. So, den hatten wir ja gestern schon drin gehabt. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr bei der Umfrage mitgemacht habt. Also zumindest 4 Bewertungen wurden abgegeben. 3 davon waren beste Skin. Und eine davon war okay, Note 3. So. Also dreimal Note 1, einmal Note 3. Ja, lass mal sagen, ich gebe dem So. nur 3 von 10. 3 von 10. Da gucken wir mal, was hat denn der Tech Ops Was hast du denn aktuell? gegeben? Ich weiß nicht mehr, ich glaube 6 oder 7. Irgend sowas. So, gucken wir mal, was der Tech Ops so jetzt im Allgemeinen bekommen hat. Und das ist einmal 2,9 von 5 bei 10 Votes. Ja. So, dann haben wir hier diesen Armature oder auch den Motoranker. Und was hältst du denn davon? Ich sag 6 von 10. Echt? Ja. Okay. Also da haben wir jetzt auch inzwischen Noten da. Das ist 3,8 von 5. Bei nur 5 Votes. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt bin ich gespannt. Wie gefällt dir denn dieser Coaxial Copter? Was hältst denn du von dem Ding? Ich gebe dem 8 von 10. Ehrlich? Ja. Krass, okay. Warum fährst du denn hier? Ich finde den irgendwie. Ich finde den da links auf dem Bild, finde ich den viel cooler. Ich habe gedacht, das wäre voll geiles Teil. Und oh, guck mal die Noten. Aber ich finde den nicht so toll, muss ich sagen. Also 3,86 von 5 bei 7 Votes haben wir da bis jetzt. So. Ja, dann sind wir hier beim Shadow Puppet. Und da oben, da kämpft wieder der Liebesranger mit dem Bärchen. Ist mir noch nie aufgefallen, dass da Sounds dabei sind. Ist dir das schon aufgefallen? Wie findest du den denn? Den Shadow Puppet. 5 von 10. Von mir würde eigentlich der Flieger 8 von 10 bekommen. Bärchen und Liebesranger da oben drauf kriegen, aber nur 2 von 10. Also muss ich in die Mitte gehen. Job bei 5 von 10. So. Nein, das kann ich nicht bringen. Ich gebe dem 6 von 10. Shadow Kannst du Puppet. es nicht bringen? Natürlich kannst du es bringen. Nein, weil er ist. Ich finde, der sieht. So finde ich, ist es ja eine coole Idee. Irgendwie ist er ganz lustig. Aber. So, also. Was haben wir da? 3,83 von 5 bei 12 Fuß. So. Philly X. Da, Ihre Meinung, Herr Sofort. Dieses elegante Fischfiletmesser. In der Halterung. Was geben Sie dem mit der Filet-Ex? Ich fange gerade zwischen 7 7 und 6 schwankst du dazwischen. 6. 6, 7. 7. 7. Ja, gebe ich der Filet-Ex auch. Ich gebe der auch 7. Dann gucken wir mal, was hat denn die. Oh, uiuiui. Die Filet-Ex 4,13 von 5 bei 23. Entschuldigung, 23 Votes. So hört die sich an. Der Dominator.
Null. Oh, ich gebe dem Dominator immerhin mal. Ich finde, der sieht gar nicht so schlecht aus. Krieg von mir 6 von 10. Dominator. So. Was haben wir hier? 3,4 von 5 bei 10 Votes. So, dann haben wir den Munition-Expert. 0 von 10. So. Munition, ich finde den aber jetzt auch nicht so toll. Er kriegt von mir 4 von 10, 3 von 10, 4 von Welche Äpfel? Du 10. hast das letzte Mal 0 von 10 3 von gegeben. 10. Du hast das letzte Mal 0 von 10 Habe gegeben. ich 0 von 10 gegeben? Ja, Ich hast gebe du. dem 3 von 10. So. Das macht sogar was von gar keinen Sinn. 4,18 von 5. Es kommt immer drauf an. Manchmal habe ich einen guten Tag, manchmal habe ich einen Er sieht schlechten besser Tag. aus als der andere. Wie? Besser als welcher andere? Dominator, ja, Du ist er. findest den? Der findest du sieht besser aus als der Dominator? Ja, Nee. doch. Never. Doch. Ich finde, der sieht irgendwie relativ peppig cool aus. Und der hier sieht aus nach einem vergilbten alten Army-Skin. Wir reden gerade hier über die zwei schlechtesten Skins im Game. Nein, da gibt es noch schlechtere. So. Whirlwind, neuer Emote. Neuer Emote, Epic Games, danke dafür. Ihr habt super wieder hinbekommen. Ihr habt super beschriftet. Ja, die Wieder. gehen halt hier von dem Wolli erstmal von den Skins raus. Lass uns mal das Ding anschauen. Ja. An alle Leute, die Skylanders damals gespielt haben, Whirlwind. Oh! Übrigens, Skylanders bringt jetzt auch ein, gibt's jetzt auch ein neues Spiel. Ist ja super schön. Und zwar mit auch mit den du hast auch vier oder fünf Charaktere vorne, so ähnlich wie jetzt dieses Looney Tunes Spiel, aber nur halt als Skylanders Version. So, mit welchen Skins können wir denn mal ausprobieren hier? Lass uns mal gucken hier. Was ist mit der hier? Wie sieht denn das mit der aus? Das passt wahrscheinlich ziemlich gut zu der. Total abgespaced. Ja, die sieht aus, als wäre sie jetzt total unter Drogen, ey. Ohne Scheiß. Um Gottes Willen. Guck dir mal, das passt voll gut zu der. Ja, sofort ist voll begeistert, hab das Gefühl. Ja, logisch. Du weißt, wir haben noch keine Punkte gegeben, ne? Wenn du mir jetzt immer Mist zeigst, dann gibt es nicht mehr viel. Ich zeig mal der Sound. Jetzt ist der Loop fertig. Wie finde, wie will. Also, so lass mal mit dem gucken. Mit dem sieht es bestimmt voll witzig aus. Lass mal gucken mit dem. Mega geil! Mit dem sieht es echt cool aus. Ey, ohne Scheiß! Ich finde. Oh je, ich merke schon, beim Herrn sofort kriegt das Ding eine ganz, ganz miserable Note. Eine ganz, ganz miserable Note. So. Also, was haben wir denn hier noch? Komm, lass uns mal mit dem ausprobieren. Ja, sofort. Geht sie schon vergraben. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Hier, den alten Ritter. Mit dem. Eieieiei, was haben wir noch? So, ja, ihn hier. Eine Waffe? Nö. Was haben wir noch? Noch den Königskin. Den Königskin? Was ist der Königskin? Schwarze. Der schwarze Ritter. Ja. Der schwarze Der Ritter, the Black OG. Der Knight. OG. Er sofort! Gefällt Ihnen das nicht? Das Fenster stand. Er sofort! Wieso? Ach, du Scheiße. Warum? Wieder. Wow, guck mal hier, mit dem Eis. Was denn mit dem Eis, liebes Ranger? Alles für Herr sofort! Hättest du mir nur das erste gezeigt, Ja, dann? hättest du mehr Punkte bekommen. Ehrlich? Ja. Aber wir müssen das doch mal durchgucken. Vielleicht hat ja der ein oder andere dann seine Entscheidung gefällt, wenn er sieht, wie sein Skin damit aussieht. Ja. Oh, guck mal hier.
Ach du heilige Sache. Aber da passt es wieder gut, finde ich. Da finde ich, passt es echt gut irgendwie. So ein bisschen vogelmäßig. So. Oh komm, hier mal mit dem Spider-King hier, hä? Spider-King. Hat was, oder nicht? Alles wie ich mag dieses Ding richtig scheiße. Und da gibt's auch eine richtig schlechte Not. Ja, gucken wir mal hier bei dem Eiskönig. Komm, gucken wir mal, Eisking, hä? Ja, sofort! Mal ein bisschen mehr Begeisterung hier. Also. Ja? Was machen sie denn jetzt? Herr Sofort, was machen sie denn jetzt? Herr Sofort! Herr Sofort! Was machen sie denn jetzt? So, kannst du weitermachen. Herr Sofort, warum? Was ist denn da los? Das erste Mal, dass das ich mal Herr Sofort nerven kann, das ist auch mal ganz normal. Deswegen kaufst du dir wahrscheinlich die Maus. Ich muss mir den unbedingt kaufen. Nein, das mache ich mit Sicherheit nicht. Das mache ich mit Sicherheit nicht. Ich will diesen Funkelstellchen im Auto holen. Nein, das war mir schon klar. Genau damit habe ich gerade gerechnet. So. Ich darf jetzt mal einen Skin aus, so einen Noob-Skin, den Noobie-Skin. So war mein Noobie-Skin hier, der Noobie-Skin. Also, ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier noch? Oh, den Wukong! Nochmal mit dem Wukong. Der Wukong wird total gehasst. Echt? Ja. Wieso wird er total gehasst? Keine Ahnung. Der Wukong wird total gehasst. Wer hasst den denn? Genug Leute. Oh. So, hier, mit dem... Das passt überhaupt nicht. Findest du? Ja. Ich finde, bei dem passt das eigentlich ganz gut. So, pass auf, bevor du jetzt noch alle möglichen Skins durchgehst. Ja. Sag mal, wenn du fertig bist, ne? Ich soll dir sagen, wenn ich fertig bin. Also so in 20 Minuten. Du kannst jetzt noch einen Skin ausprobieren. Nein. Wir gucken hier, was es alles für Skins gibt. Gibt auch Leute, denen das gefällt. Alle anderen können ja weitergehen. Also zum Lebkuchenmann passt das doch, oder nicht? Nein? Passt bis jetzt so gar nichts. Hä? Passt bis jetzt so gar nichts. Auch zu dem passt es nicht. Ja, da sieht es ein bisschen strange aus, muss ich auch sagen. Da gefällt es mir auch nicht. Dein Funkelsternchen. Funkelsternchen ist das nicht. Das passt auch nicht. Doch. Nein. Techno-mäßig. Doch, finde ich. Geh mal so eine Techno-Disco, die das mal passt. Die sieht aus, als wäre sie, was weiß ich, die fünfte Pille reingepfiffen. Und so. Da kommen wir. Kannst du dir alle Skins durchgeben bei mir? Was ist das für Skins? Da sitzen wir eine halbe Stunde noch. Mal. Ja. Was können wir denn machen? Ich kann nicht so ein langes Video hochladen. Doch. So, gucken wir mal hier in den Dark Bomber rein. So, wen haben wir denn jetzt noch? Wer ist denn jetzt noch interessant? So. Oh, also das müssen wir auf jeden Fall. Glühweinagentin Knockops. Das geht nicht, Anester. Was ist jetzt der letzte Skin? Na, ich guck nochmal. Wenn noch irgendwo ein guter dazwischen ist, dann nehme ich den noch mit rein. Weißt du, die hat zu viel Glühwein gesoffen und deswegen macht die da so rum. So, ja, da müssen wir natürlich auch nochmal gucken, ne? Wie sieht das bei der aus? Da mit dem Mantel ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Mit dem Mantel ist eigentlich ganz cool. Der Wolf! Man muss ja immer beim Wolf gucken.
ist, glaube ich, der erste Emote, der mir einigermaßen beim Wolf gefällt. Das passt ganz gut zu dem Wolf, ey. Ohne Scheiß. So, wen haben wir denn noch? Den Wolf. John Wick. So, dann natürlich hier. Oh, da müssen wir natürlich auch nochmal kurz gucken. Also erstmal ihn hier. Langsam aber sicher gewöhne ich mich an den Beat. So, und dann haben wir hier noch natürlich die Vampirella. Ich glaube, zu der passt das auch ganz gut. Alles so Grufty-mäßig. Wen haben wir jetzt hier noch? Der DJ Yonda. Ja, da muss es ja passen. Oh, beim DJ Yonda sieht es eigentlich ganz cool aus. So, wen haben wir noch? Das Rotkäppchen. So viele geile Skins. Bim, bim, badim, bim, bim. Oh ja, bei da müssen wir natürlich auch nochmal gucken. Wie sieht es eigentlich mit dem aus? Oh, hier ist das. Oh, hier ist das. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, was haben wir noch? Sind wir gleich durch? Gleich sind wir durch. Gleich haben wir es. Noch drei Stück, würde ich sagen. Der sieht auch ganz cool aus. Erinnert mich ein bisschen an den Techno-Wikinger dann. So. Oh mein Gott. Und wen nehmen wir noch rein? Ja klar, das muss natürlich sein. Oh, der fehlt natürlich auch noch. Also jetzt nehmen wir erstmal Sino mit rein. Bei der passt es auch, glaube ich, sehr gut. Ja, bei der passt es wirklich sehr gut. Okay. Und dann haben wir noch natürlich unseren Weihnachtsmann. Zu guter Letzt. Hey, bei dem auch cool aus irgendwie. Also ich finde, bei allen abgespaceden Charakteren, die so ein bisschen technomäßig aussehen oder so ein bisschen crazy, finde ich, passt das Ding eigentlich ganz gut. Es gibt aber auch viele andere, bei denen es überhaupt nicht passt. Wie ist deine Note? Und jetzt ist der Herr sofort extra eingeschlafen, weil das hat ihm... Also... Ich gucke jetzt mal, was haben wir da momentan? Der Whirlwind. Oh, einen Vote haben wir bis jetzt dafür, für den Whirlwind. Und das ist, ups, das war der Baji. Wo ist denn das jetzt hin? Ach, weil er da das andere reingemacht hat. Da. Whirlwind, 4 von 5 bei einem Vote. So. Jetzt müsst ihr auf die Note vom Herrn sofort verzichten. Und dazu sage ich genau das hier, den Slow Clap. Hervorragend, Herr sofort schläft bei den eigenen Videos immer ein. Und der Slow Clap kriegt von mir gerade in dieser Situation jetzt hier 10 von 10. Passt am allerbesten jetzt aktuell dazu. Also schauen wir mal. 4,47 von 5 bei 15 Votes. Ja, Leute, ich mache wieder eine Umfrage mit rein. Und zwar einmal vorne bei dem neuen Skin und einmal nochmal bei dem Emote hier, bei dem Whirlwind Emote. Und dann könnt ihr ja gerne mal eure Bewertungen mit abgeben. Bin ich auch immer sehr, oder würde mich auch immer sehr interessieren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut nächstes Mal bei einem, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich und dem schlafenden Herrn sofort. Macht's gut, bis dann und tschüss.